In Balve wurde eine Strom- und Gasnetzgesellschaft mit den Gesellschaftern Stadt Balve und Innogy gegründet. Erfreulicher Nebeneffekt ist, dass die Westnetz-Betriebsstelle Balve somit erhalten bleibt. Für den Verbraucher ändert sich nichts. Ein bedeutsames Werk für die Stadt Balve, soll ich mal sagen. Epochal wäre jetzt ein bisschen, ich habe es übertrieben. Also insofern war es uns natürlich auch wichtig, sowohl von Innogy, aber auch von unserer Seite, also von Katos und mir von der Verwaltung, dass natürlich der Rat, der ja letztendlich die Entscheidung getroffen hat, mit anwesend wird. Das ist eben die Stadt, die Kommune an diesen Gesellschaften zu beteiligen. Den Weg sind wir in Balve gegangen. Davon gibt es in Südwestfalen nicht so viele. Ist das, glaube ich, für die so eines der schönsten Weihnachtsgeschäfte, weil das heißt für die am Ende auch sich um ihre Arbeitsplätze hier in Balve. Und das schafft für sie Sicherheit, Beruhigung. Ich glaube, das alles geht denen nicht anders als uns allen. Und von daher ist das eigentlich für uns so der positivste Aspekt an der ganzen Sache. Mit Steffi Fuhrmann haben wir ihn, glaube ich, aus unserem Haus eine sehr geeignete Kandidatin für den Geschäftsführerposten mitgebracht, wo wir sicher sind, dass sie auch zu Balve passt. Das muss ja auch immerhin passen. Ich kenne Balve jetzt seit fast 20 Jahren, komme ich hier. Ich glaube, so einigermaßen kann ich sagen, wie die Kommune tickt. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen Fingerspitzengefühl auch haben, dass die Leute zueinander passen. Ich glaube, dass Frau Fuhrmann und der Carlos da als Team auch gut arbeiten. Ja. Jede Netzgesellschaft existiert immer nur so lange, wie die Konzession dahinter existiert. Denn zu allen Netzgeschäften gehört immer ein Konzessionsvertrag. Und auch wenn man eine eigene Gesellschaft hat als Kommune, heißt das nicht, dass man sich die automatisch verlängern kann. Auch eine kommunale Gesellschaft muss immer, wenn ein Konzessionsvertrag ausgelaufen wird, in ein ergebnisoffenes, transparentes Verfahren gehen, wo man nicht sagen kann, ich gebe jetzt meine eigene Gesellschaft wieder den Konzessionsvertrag. Das heißt, auch wir mit der Gesellschaft gehen irgendwann, ich glaube in 12 Jahren, in einen Wettbewerb und müssen diese Konzession wieder gewinnen. Wenn wir das nicht tun, hat sich so eine Gesellschaft auch mal erledigt. Und darum ist unser Bestreben eben, das Ganze auch so gut zu machen, dass wir das nicht nur für die nächsten 12 Jahre machen, sondern auch für die nächsten Jahrzehnte. Das ist unser Bestreben. Ich hoffe auch, dass der Stadt, und das ist die Aufgabe der beiden, hier gegenüber sitzen. Das ist kein Geheimnis, wir geben ein Stück weit ab, aber wir bleiben eben im Geschäft. Und das Wichtigste ist, wir behalten den operativen Anteil. Operativer Anteil heißt, die Monteure, die Leute, die im Netz arbeiten, die Bullis fahren, die Planung machen, die bleiben komplett und die bleiben auch bei uns beschäftigt. Ja. Die Stadt übernimmt eigentlich die Rolle des Eigentümers. Die Rolle des Eigentümers, die teilen bei uns. Aber den operativen Teil, Netze zu betreiben, der bleibt bei uns. Und das lohnt sich für uns, das auf dem Weg so weiterzumachen. Dafür geben wir dann auch einen Teil unseres Geschäfts ab. Schaffen damit eben ein Mitspracherecht für die infrastrukturellen Investitionen in der Zukunft. Und, das wollen wir auch nicht verhehlen, dass Generierung von Ertrag aus diesem Geschäft bleibt halt eben auch ein Stück weit in Balve zukünftig und wird nicht in die Konzernzentrale Essen weitergeleitet. Also wir haben auch was davon, das Geld, was hier ausgegeben wird für Strom und Netz, wie gesagt, bleibt dann auch ein Stück weit auch in unserer Stadt. Und aber was uns auch wichtig ist bei den Effekten, die sich jetzt dadurch einstellen, Mitsprache und Ertrag, ist aber auch nochmal ganz wichtig, was Sie gesagt haben, Herr Eichel, Kontinuität. Jetzt für die Balva, aber Herr Kater aus meiner Wenigkeit, aber wie gesagt, vor allem die Westnetz, die Leute vor Ort, Herr Blei, Herr Rademacher, Herr Igel und dieser dort heißen, bleiben für die Balva die Gesichter und das ist ganz wichtig, diese Kontinuität auch im Tagesgeschäft darzustellen. Deswegen war nochmal ganz deutlich, es ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger nichts aus. Den ganzen kaufmännischen Bereich dann aufzubauen wäre, das erfolgt dann von uns dann hier und wir wollen uns dann auch regelmäßig in Abständen treffen. Wie die Abstände aussehen, dann müssen wir noch im Einzelnen festlegen. Aber ich bin von einer konstruktiven und auch von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit fest von überzeugt. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit. War jetzt heute hier und wir haben schon gerade ausgemacht und vorher auch schon 2-3 Mal telefoniert, dass wir jetzt regelmäßige Treffen zusammen arrangieren und dann zusammenarbeiten.